Aber sowas von direkt. Das ist ja fast schon zu einfach. Okay. Ab in Richtung Dockingstelle. Warum ich nicht in der ISS sitze? Ich wäre da bestimmt gut aufgehoben. Ich glaube, ich würde da alles vollkotzen. Ich weiß es nicht, ob ich da so gut aufgehoben wäre. Von daher. Und warum ich da nicht sitze? Naja, weil ich halt kein Astronaut bin. Das erklärt es ganz gut. Und wie gesagt, ich bin mir auch nicht sicher, ob ich da körperlich für geeignet wäre. Ich bin hier vor einem Computermonitor, glaube ich, ganz gut aufgehoben. Ehrlich. Das ist völlig in Ordnung. Ja, das mag sein, Jenkans. Also, dass es daran liegt, so, dass man da so mittlerweile so ein bisschen weltraumverrückt geworden ist. Ach, kann man das von innen machen, das Docking? Das wäre so gut. Natürlich sieht man wieder nichts, ne? Der einzige Platz, von dem man was sehen kann, ist natürlich wieder einer, wo keine Instrumente sind. So, zack, zack, zack. Ah, sieht doch gut aus. Da kommen wir doch schön sauber rein. Ich bin ja sehr versucht, ein bordinternes Docking zu machen, aber ich lasse das jetzt mal ausgründen. So, ich bremse jetzt gerade ein bisschen, falls ihr euch fragt, was ich hier treibe. So, jetzt lassen wir uns hier gemütlich randriften, die letzten Meter. Das sieht ganz gut aus. Ich richte schon mal die Solarpanels so aus, dass wir hier auf jeden Fall keine Bekanntschaft mit irgendwas Unangenehmem schließen. So. Sauber. Sauber. So. Nase auf den Dockingport. Und jetzt kleinere Korrekturen. Ja, das sieht gut aus. Ein bisschen bremsen, dass wir nicht zu schnell rankommen. So. Ah, perfekt. Ein Gericht oder Gedicht. Ja, ein Gedicht. Oh Gott, ein Gericht. Ein Gedicht von einem Docking, würde ich mal sagen. Oh, jetzt vertüdel ich es gerade ein bisschen. So. Jawohl, da ist er. Ich mach mal SS aus. Okay, sehr schön. Damit sind wir angedockt und können unsere Crew Rotation durchführen. Sehr schön. Ich würde sagen, das machen wir auch gleich noch schnell, wenn wir schon mal dabei sind. Jetzt muss ich echt aufpassen, dass ich die richtigen Leute auslade und die richtigen Leute einlade. Erstmal laden wir einfach komplett aus. Das machen wir am besten über... Oh, kann ich einen Crew-Report machen und den ins Labor schicken? Nein, kann ich nicht. Das machen wir am besten über Crew-Transfer. Nee, nur nie zusammenschweißen. Ja, es ist ja nicht so, als ob ich das nicht schon mal gemacht hätte. Reden wir nicht drüber. So, Valentina kann sich einen Platz im Wohncontainer sichern. Zack. Und der Neo war unser Engineer, der kann auch erstmal in den Wohncontainer. Es gibt gerade nichts zu reparieren. So, dann haben wir den Marius. Marius war unser Scientist. Der kommt wohl auch erstmal in den Wohncontainer. Müssen wir später noch verschieben. So, okay. Der Wohncontainer scheint noch relativ leer zu sein. Okay, jetzt alles voll. Zambir geht erstmal, weiß ich nicht, hier drüben in den Wohncontainer rein. So, und jetzt müssen wir mal die anderen Typen ausklamüsern, dass die alle rauskommen. Also, wer sitzt denn hier drin? Da drin sitzt Marvild Kerman. Steht auf meiner Liste, wird mitgenommen. Zack. Also, Marvild ist schon mal raus. Dann ist da noch
Kamikörmen steht auch auf meiner Liste. Und damit raus. So, Scientists sind gerade nicht mehr im Labor, das ist halt so. Da wohnt keiner drin. So, jetzt gucke ich hier sicherheitshalber noch mal rein. Karl Körmann, ah, da wusste ich doch, dass sich da noch einer versteckt. So, Karl Körmann steht auf meiner Liste. Karl Körmann wird dementsprechend auch evakuiert. Zack. So. Und dann ist hier wahrscheinlich noch Crew drin. Genau, der Patrick Körmann steht auf meiner Liste. Und Dustin Körmann. Ebenfalls auf meiner Liste. Jetzt gucken wir mal. Hier müsste jetzt eigentlich Full House sein. 1, 2, 3, 4, 5. Nein, ist es nicht. Irgendwann fehlt mir noch. Igrushka fehlt noch. Wo hat sich denn Igrushka versteckt? Da! Siehste. Igrushka Körmann wird ebenfalls umgesetzt. So, und jetzt können wir nochmal prüfen. Also. Transfer Crew. 6 Leute. Marvel Körmann. Check. Kami Körmann. Check. Karl Körmann. Jawohl. Patrick Körmann. Jawohl. Dustin Körmann. Jawohl. Und Igrushka Körmann. Ja, gut. Das sieht gut aus. Sind alle drin, die drin sein sollen. Und jetzt können wir hier mal. Irgendwas zieht gerade fürchterlich Strom, sehe ich gerade. Achso, ja, gut. Wir sind halt auch im Dunkeln. Zambier war unser Biologe. Zambier wird mal direkt ins Agroponics verlegt. So. Und Marius ist unser Wissenschaftler. Der übernimmt mal direkt das Labor. So. Dann können wir hier nämlich auch wieder den Research anschmeißen. Und Agroponics hat 100% Load. Und hier sollten wir jetzt theoretisch auch. Na gut, nee, sind wir nicht mit Supplies positiv, weil. Naja, Supplies halt nicht positiv sind. Weil wegen zu viele Kerbals noch da. So, jetzt können wir aber mal einen Großteil der Supplies. Nee, Fertilizer Tank, das ist es nicht. Dann ist es wahrscheinlich der hier. Ja. Dann können wir hier mal ein bisschen was einatmen. So, weil die Typen brauchen nur ein bisschen was, um zurückzufliegen. Das werden sie schon so hinbekommen. So, und dann koppeln wir die auch direkt mal an. Nee, aber halt betanken wollten wir sie noch. So. So. Oh Gott, brauchen wir so viel? Eher nicht. Egal. Wir nehmen es mal mit, können wir noch ein bisschen rumfliegen. Das Ding da ist eh. Dann ist es mal leer. Ist es leer danach? Dann können wir es wegschmeißen, aber ich glaube, es reicht nicht ganz. Nee, ein bisschen Notfalltreibstoff ist immer noch drin. Ärgerlich. Na gut. Aber bald ist diese Rakete da leer. Gut, dann können die jetzt nämlich hier abkoppeln und in Richtung Heimat düsen, hoffe ich zumindest. Ich hoffe, da passiert jetzt nichts Unschönes mit der Habitation, aber eigentlich müssten sie 11 Tage haben. Ja, sieht gut aus. Okay, Strom ist gerade ein bisschen alle. Das ist natürlich blöd, weil wir auf der dunklen Seite sind, aber das kommt ja gleich wieder. So. Können wir Rückwärtsschub geben? Ja, trotzdem geht das. Sehr gut. Wie gesagt, Electric Charge kriegen sie gleich wieder. So, sehr schön. Damit ist das abgedockt. Dann können wir doch eigentlich mal gucken, dass wir auf die helle Seite des Mondes kommen. Wir sind gerade hier und da drüben ist eh unser Manöver. Dann können wir das schon mal vorbereiten und auch gleich fliegen. Und danach kümmern wir uns um die Landung. Also die Landung von unserem zusätzlichen Basismodul. So, und ihr fliegt mal schön nach Hause, wie ihr euch das verdient habt. Auf dem schnellen Weg. So. Gut. Dann können wir hier jetzt eigentlich einfach mal warten, bis unser Manöver kommt. Dann sollten wir nämlich auch ein bisschen Sonnenlicht haben.
Langsam entfernen wir uns von der Station. Schön sieht das aus. Schön. Wenn jetzt noch ein bisschen Sonnenlicht kommt, bin ich richtig zufrieden. Tada, Sonnenlicht. Sehr gut. Alles wie geplant. Send up a new crew haben wir erledigt. Rotate the crew and return home. Das haben wir, sind wir quasi gerade dabei. 216 Delta V. Wie lange kann es dauern? Wahrscheinlich so 30 Sekunden Burn oder sowas. Den machen wir jetzt mal. Müssen wir nur aufpassen. Ich ziele nicht direkt auf die Station. Das ist ja schon mal gut. Das wird aber ein knapper Vorbeiflug. Also, jetzt nochmal bereit machen zum Winken. Wir geben Vollgas. Kleinere Probleme. Wir geben Vollgas jetzt. Mit unserem Funzeltriebwerk. Und sausen an der Station vorbei. Auf dem Weg nach Hause. Macht sowas niemals bei der ISS. Die bringen euch um. Die bringen euch wirklich um. So, winke, winke. Viel Spaß auf der Mondstation. Wir sind ja jetzt wieder auf dem Weg nach Hause. Und das war unsere erste Moon Space Station Besatzung. Ja, ich glaube, das war tatsächlich die erste Besatzung, die da ihr Training absolviert hat. Das heißt, das ist auch die erste große Crew-Rotation. Die hatten einmal eine Versorgungsmission, glaube ich, gekriegt. Und jetzt sind sie erstmal wieder auf dem Weg nach Hause und können sich dann freuen, endlich mal wieder, weiß ich nicht, Schwerkraft zu spüren. Ich glaube, die waren jetzt fast 4 Monate da oben. So. Sehr schön. Ja, und dann können die in aller Ruhe nach Hause düsen. Dann haben wir ein bisschen Zeit, die andere Mission zu landen. Oder mal zu gucken, ob das funktioniert mit dem Landen, weil ich und auf dem Moonlanden ja in letzter Zeit nicht immer so glatt gelaufen ist, wie ich mir das gewünscht hätte. Aber mal gucken, vielleicht ist ja heute besser. So, Manöver durch. Antrieb aus. Und jetzt heißt es, 2 Stunden, 9 Minuten warten, dann sind wir da drüben und können dann bremsen, um einen Wiedereintritt zu fliegen. So, und jetzt schalten wir mal um zum Moon Space Station Crew Rotation Relay. Auch bekannt als unser Modul, das wir auf dem Mond landen wollen. Das aber leider gerade an der Stelle vorbeigeflogen ist, wo es landen soll. Und jetzt gucken wir mal, wie viel Delta V die Kiste hat, ohne das zusätzliche Gewicht. Ich hoffe ja so 1,2 bis 1,3. 825 ist tatsächlich ein bisschen knapp, ne? Heieieiei. Ob 825 Delta V reichen? 640 brauchen wir auf jeden Fall. Und ein bisschen was brauche ich natürlich, um aus der Höhe des Orbits runter zu bremsen. Uiuiuiui. Das wird knapp. Na gut. Schauen wir mal. Schauen wir mal, wie schlimm es dann wirklich wird. Irgendwie so. Ich lege das nur schon mal grob an. Puh, gut. Dann gucken wir mal, wie das so funktioniert mit unserer Landung. Seid ihr auch so gespannt wie ich? Ist auf jeden Fall relativ knapp. Ich hätte nicht ganz so viel Material mitnehmen sollen. Das wiegt halt echt viel. Das wiegt halt echt übel viel. So, ein paar Minuten noch. Jetzt können wir uns mal langsam darauf vorbereiten, gleich das Manöver zu korrigieren, weil der Moon hat sich natürlich ein bisschen weiter gedreht. Wir haben schon mal eine Funkverbindung, das ist gut. Das hilft prinzipiell ja immer beim Landen. Und mittlerweile ist der Sonnenaufgang auch ein bisschen fortgeschritten. Auf der Moonbase. Das wird lustig. Das wird richtig lustig. Ich versuche auf jeden Fall keinen direkten Treffer hinzulegen, weil das wäre echt peinlich, wenn wir das Ding mit ein bisschen zu viel Wucht auf der Station abwerfen. So.
Bisschen nochmal nachkorrigieren. Okay. Das sollte soweit passen. Schauen wir mal. Schauen wir mal, wie das so wird. Seid ihr genauso gespannt wie ich? Ich bin sehr gespannt. Schöne, schöne Abschlussaktion für diesen Stream. Was könnte da schon schief gehen? Düt, düt, düt. Also mir fallen eine Menge Sachen ein, die schief gehen können, aber ich bin aber nicht so. Gut, feuerfrei. Echt aufpassen. Ich bin jetzt knapp vor Suicide Burn angekommen. Das wird echt gefährlich. Ich hoffe mal, das reicht noch. Also im Moment reden wir davon, dass ich noch einen Puffer von knapp 15 Delta V zu einem Suicide Burn habe. Ich hasse Suicide Burns, ehrlich. Ernsthaft jetzt. Es gibt nichts Schlimmeres als Suicide Burns. Aber gut, gucken wir mal, was bei rumkommt. Also wir haben 502 Delta V zur Verfügung. 489,7 prophezeit er uns momentan für einen Suicide. Wie viele Minuten, bis wir da runterkommen? 5 Minuten, da dreht sich sicherlich noch mal ein bisschen weiter. Okay, Freunde, das wird jetzt eine spannende Geschichte. Also wir werden heiß und schmutzig reinkommen. Und wir werden nicht besonders viel Puffer zum Bremsen haben. Die gute Nachricht ist, wir haben eine TVR von... Also Thrust Weight Ratio von 12, die wird sich jetzt auch noch ein bisschen senken, je tiefer wir ins Schwerkraftfeld kommen. Aber die wird wahrscheinlich nicht unendlich niedrig werden. Und wir haben einen relativ guten Anflugvektor. Und wir haben noch 30 Kilometer Zeit bis zum... Oh Gott, das wird die Hölle, ne? Das ist... Oh, lasst mal, wir werfen hier aus dem Orbit einfach mal was auf euch ab, was gerade so genug Sprit hat, um irgendwie zu bremsen. Hoffentlich. Wie ich es hasse. Okay, wir haben mittlerweile aber echt Puffer aufgebaut. Wir sind ein bisschen drüber, das ist auch gut, weil wir werden bei dem Suicide Burn auf jeden Fall seitliche Toleranz reinbekommen. Oh Gott, Freunde, oh Gott. Drückt mal die Daumen, dass das alles so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich werde wahrscheinlich den Suicide Burn mit 500 Metern Toleranz starten, weil ich auch ein bisschen Toleranz im Delta-V-Bereich habe. Warum immer so knapp? Was weiß ich, weil ich nicht geguckt habe, wie viel Delta V das Ding hat. Seid froh, dass es überhaupt reichen könnte, theoretisch. 7000 Meter. 6000 Meter. Ah, ich starte mit 1000 Metern Puffer. Okay. Okay. Okay, und Feuer. Na, mal gucken, was das wird. Ich hasse mein Leben. Ich hasse mein Leben. Oh nein! Bremsen! Das sieht gar nicht so schlecht aus. Das sieht gar nicht so schlecht aus. Irgendwas leckt. Jetzt hat er die Basis geladen. Okay, 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 okay. 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 Alter, mehr Bremsen bitte. Zu schnell, zu schnell! Oh, Suicide Burns sind echt gefährlich. Wie geil.
Alter Verwalter. Und aus. Maschine steht, 21 Delta V waren noch übrig und wir sind nur einen knappen Kilometer dran vorbei. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Das war reichlich knapp. So. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich den Skycrane jetzt gerade entsorgen möchte. Erstmal machen wir den Ground Taffer an, würde ich sagen. Zack. Ich glaube, wir schicken das Ding jetzt mal noch weg, weil es gerade läuft. Dann habe ich nur noch ein bisschen was zu ziehen. Das kann ich dann irgendwie an den Rover ranklappen und... Oh Gott, okay. Drückt mal die Daumen, dass das jetzt auch noch gut geht. So, das sollte reichen, damit nichts Schlimmes passiert. Jawohl. Sehr schön. Okay, der Skycrane ist entsorgt. Meine Güte, den hat es ganz schön entsorgt. Also, Mission abliefern einer Storage-Einheit. Check. Aber ich bin ehrlich gesagt sehr froh, dass ich den Suicide Burn mit 1000 Metern Toleranz gestartet habe. Ich glaube, ein bisschen weniger Toleranz wäre noch gegangen. Aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, 1000 Meter später wäre ein bisschen zu spät gewesen. Da wäre ich, glaube ich, ziemlich hässlich runtergekommen. Genau. Ja, entsorgen heißt ja auch, das soll sich in fachgerechte kleine Stücke zerlegen, wenn es gleich wieder aufschlägt. So, die Explosion geben wir uns jetzt natürlich noch. Ah, man kann nicht Zeitraffern. Na gut, die Explosion geben wir uns jetzt natürlich noch mit Physics-Zeitraffer. So, und ich würde sagen, wir haben für heute unseren Dienst getan. Wir sind zwar immer noch nicht nach Duna gestartet, aber wir haben jetzt mal alles so weit erledigt, dass man loslegen kann. Und ein Probe-Core ist scheinbar auch noch übrig geblieben. Und ich glaube, das Triebwerk ist auch noch gut. Das können wir nochmal abholen, du. Na, ist es nicht mehr. Gut. In diesem Sinne sage ich erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Sorry, dass es heute nur 2 Stunden sind, aber ich nehme an, ihr habt damit dafür Verständnis. Und ansonsten nächste Woche, wenn nichts Ungeplantes dazwischen kommt, gibt es am Dienstag Real Solar System, am Donnerstag gibt es Hardcore Kerbal und am Sonntag sehen wir uns dann wieder für Hardcore Colonization, dann auch wieder in den vollen 2,5 bis 3 Stunden. In diesem Sinne sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Nachmittag, / frühen Abend, / diesmal noch ein bisschen späteren Abend. Wünsche euch einen restlichen schönen Sonntag. Mein Name ist Robert und tschüss.